Sei gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder gemeinsam mit dem lieben Franz Josef mitten im Wald bei so einem kleinen Waldweg. Und heute geht es darum, Erde zu essen. Und der liebe Franz Josef wird uns heute zeigen, wie man Erde essen kann. Er macht das regelmäßig und diejenigen, die das Interview mit ihm auch kennen, wissen es auch, da hat er es auch erklärt. Grüß dich, lieber Franz Josef. Hallo, lieber Elias. Bin gespannt, was wir heute machen. Im Wald heute treffen. Einzigartig. Schön. Was müssen denn für Voraussetzungen sein, dass du sagst, hier esse ich die Erde? Kann das jeder x-beliebige Wald sein oder muss das ein schöner Mischwald sein? Oder gibt es irgendwelche Voraussetzungen, wo du sagst, genau da? Also ich sage Voraussetzung in dem Sinn, dass er nicht irgendwie extra von irgendjemand mit Chemikalien behandelt worden ist. Mhm. Also einfach naturbelassen. Das ist das Einzige, was eigentlich zählt. Und was bewirkt das, wenn man Erde zu sich nimmt? Was macht das im Darm? Was macht das von den Nährstoffen oder wozu macht man das? Genau, die Erde hat nämlich zwei Funktionen. Das ist gut zu wissen, wenn man das weiß, weiß man auch die Wirkung. Die Erde macht aus einem toten Material wieder Erde, ob das Laub ist oder irgendeine abgestorbene Blätter oder Pflanzen oder auch Menschen, ja, wird wieder zur Erde. Und auf der anderen Seite macht die gleiche Erde aus einem Kern, als Zwetschgenkern, einen wunderbaren Zwetschgenbaum. Das ist immer dasselbe. Das ist das Einzigartige. Und wenn wir das jetzt extra noch im Leben das zu uns nehmen, ja, früher hat es sogar in den Kriegszeiten wurde Erde gegessen, sogar Erdesuppe hat es gegeben. Ja, also so wie die Kinder im Sandkasten eigentlich machen. Fein gesiebt, da haben die Leute nichts anderes zum Essen gehabt. Nur hat es Erdesuppe gegeben. Lauwarm, nicht heiß, einfach fein gesiebt. Vielleicht ein bisschen am Pfeffer, ich weiß nicht, was noch drinnen war. Aber die Leute haben gesagt, das ist, war sehr köstlich und sehr ausgiebig und richtig. Was die das heißt, wir sind eigentlich in dem Bereich, die Natur schenkt uns alles gratis. Man braucht weder die Heilerde jetzt in der Apotheke kaufen, man braucht kein teures Zeolit irgendwo kaufen, sondern es gibt wieder mal es gratis alles, von der Natur. Es ist alles vor uns. Ja, wir sollten jetzt wieder lernen, das zu nutzen und sich auch trauen. Wenn niemand stirbt von einer Erde, sonst würde auch keine Pflanze und kein Nix wachsen. Ja? Und es gibt eben die verschiedenen Formen, das ist ein bisschen freundlicher, dann gibt es eine dunkle Erde, die drüben ist Sand, die kann man auch nur ganz machen. Aber jetzt probieren wir mal sowas. Wie isst man sowas, damit es auch unten richtig ankommt, im Bauch? Ja, was macht die Erde im Bauch? Sie bindet die Gifte eigentlich vom Mund weg bis zum Ausgang. Und je feiner die Erde ist, umso weniger wirksam ist das Ganze. Deshalb eine naturbelassene Erde hat eben ihren Korn. Und schmeckt, für mich schmeckt es einzigartig, wie ich das erste Mal Erde gegessen habe, vor 20 Jahren circa, war das ja auch ein Erlebnis und irgendwie ein komischer Geschmack. Aber er hat mich erinnert an die Kindheit. An eine gewisse Stelle, wo ich Erde und Sand gegessen habe, als Kind. Ja, der mittlere Bruder hat das auch immer gemacht, der hat auch immer Sand mit Wasser, und er hat das gegessen. Kinderweise fast. Also. So ist es, immer wieder abgeschleckt. Und Mama und Papa haben gesagt, ja, kann nicht viel passieren, das wird schon wieder unten rausgekommen. Das ist auch so. Ja. Und es gibt echt Kraft. Und ich sag dazu, beim Spazieren gehen, wenn die Menschen da im Wald gängen, vorbeigehen. Die Nahrung hast du immer. Also, wie macht man das? Das heißt, man tut das obere weg, man putzt das ein bisschen weg, alles was so also eine kleine Schicht, aber es muss nicht tief hinuntergehen. Dann sucht man sich etwas Feines heraus. Und wenn da ein paar Stadel dabei sind, ist kein Problem. Wir spucken die zum Schluss wieder aus. Dann nehmen wir jetzt da mit Daumen und Zeigefinger, so ein kleines Stück da, das heißt so viel, mehr brauchen wir nicht. Genau. Das da. Das ist schon das. Was da dabei ist, brauchst du nicht schauen, das ist lebendig. da ist kein Wurm drinnen, ganz sicher nicht, und auch keine Ameise. Ach, kein Fuchsbonbon? Nix, das ist da alles nicht drinnen. So, und jetzt machen wir das. Aber ich hab's noch nie gemacht, ich geb's zu. Ich bin skeptisch. Jetzt werden wir schauen. Saftiges Schnitt. Das kommt ja. Der Speichel. Und das alles. Das wird flüssig drinnen. Und deshalb ist
Einfach gut. Mhm. Nur im Mund drin warten. Und dann wird es immer lecker. Dann kommt der richtige Erdegeschmack, wenn das eingespeichert ist. Am Anfang kommt er vor, weil es so trocken ist und weil es irgendwie so. Aber je länger, umso. Und dann kommen auch die Storndl da, die bleiben über. Die schluckt man alle aus. Hm. Hm. So, ich habe noch mehr Sand drinnen. Mhm. Hm. Ich nehme mal weg. Und fertig. Mhm. Das reicht eigentlich. Okay. Ja, der Rest war dann nur Sand, ja. Hm. Bisschen aber. Also am Anfang hat es mich ein, zwei Mal gekriegt, aber... Ich merke, ja. Ja, das ist nämlich der, aber hinten noch dann nicht mehr, weil dann jetzt hat sich der Geschmack identifiziert mit deinem Speichel. Mhm. Deshalb, du kannst die Erde nie schlucken auf einmal, das geht gar nicht ab. Das muss eingespeichert werden und deshalb ist auch bei der Wildkräuter das Gleiche. Hineinnehmen, liegen lassen auf der Zunge, es wird weich, es weicht sich auf und die Erde ist, macht dasselbe. Mhm. Und du wirst sehen, die nächsten... Kauen darfst nicht, weil sonst... knirscht du die Zähne weg. Nein, das ist klar. Du brauchst nicht kaum, die spuckst du wieder aus. Mhm. Die kleinen oder die, was halt dann. Aber das passt. Ja. Okay. Das war jetzt der, der die Hellbraune. Mhm. Hier gibt es jetzt noch eine dunklere. Hast du das mal kosten? Das ist mehr so humuserdig. So, ja, genau. Mhm. Und da ist wieder dasselbe. Mhm. Ich habe schon ein bisschen vorbagert da. Mhm. Ja, wir können jetzt da aus dem Mauch ein bisschen was nehmen wieder. Ja, ein kleines Stückchen. Ich denke, es schmeckt ein bisschen anders. Schlussendlich, zum Schluss, am Ende schmeckt es wieder wie Erde. Mhm. Das ist immer nur so viel Kräuter. Dann ein bisschen mehr. Süßlich, ja, klar. Der erste bitter. Löwenzahn hat auch nicht gut geschmeckt. Ja. Mhm. Mhm. Nicht anders, ja. Okay. Kann man machen. Das ist wieder ganz lieblich. Mhm. Das ist ganz toll. Das ist besser. Besser, gell? Mhm. Wie bei der Hagebutter am Schluss, so die, die Kerne wie so ein Schrot. Ja. Also, nimmt er nach draußen. Mhm. Hast du eigentlich auch schon mal Erdefasten gemacht? Weil es gibt ja Saftfasten und Basenfasten und Wasserfasten und Trockenfasten. Ja. Und jetzt vor kurzem habe ich eigentlich erfahren, dass es auch Erdefasten gibt. Genau. Ganz toll. Also der Kanz hat das in seinem Buch ja auch verfasst, also mit der Luft aus Heilerde, ja, die mittelfeine oder die feine. Kann man mit der auch machen? Kann man mit der auch machen, ja. Das also ist die Gratis-Variante. Ja, Gratis-Variante durchsieben, ja, in ein Glas aufbewahren, ja, und dann vielleicht nicht so einen großen Esslöffel vornehmen, sondern vielleicht, weil das viel stärker ist, sehr lebendig, nur einen Kaffeelöffel vor. Kaffeelöffel vor und dann kann man... 7 solche Kaffeelöffel voll am Tag verteilt und viel Wasser. Mhm. Also das ist eines der stärksten Reinigungsmethoden, das ja im lebendigen, in der lebendigen Form stattfindet. Wieder Gifte binden und so weiter. Ja. Und räumt richtig aus. Also 7 Tage, jeden Tag 7 Kaffeelöffel voll von der Natur, der Erde. Und viel Wasser. Und na, von der Lufus-Erde den Löffel, oder? Nein, dort kannst du einen Esslöffel vernehmen. Lufus-Heiler, einen Esslöffel voll. Was ist und von dem, weißt du. Zwei, dreimal so. Ja, genau. Das reicht. Also, du wirst sehen, wenn du jetzt einen Hunger gehabt hättest, wirst du merken, dass der Hunger verschwindet. Habe ich nicht gehabt, habe ich jetzt nicht. Ja, doch sage ich. Aber wenn man, wenn man das mit einem Hungergefühl machen würde, hast du gleich einmal 2 Stunden damit gewonnen, mindestens. Mit einem so einem. Das heißt, man hat wieder was, wenn irgendeine Krisenzeit ist und man, es gibt nichts zu essen, Erde hast du immer. Straßen, im Wald, irgendwo, es gibt. Immer. Das ist unvorstellbar. Das heißt, auch wenn du noch Schnee hast, dann tust du den Schnee weg, grabst du ein bisschen unter die Erde. Aus der Erde, genau. Und die bindet die Gifte wieder noch einmal vom Mund weg, wenn da im Mund irgendeine Blasen entstehen oder irgendwelche Unannehmlichkeiten, kann man das, und das bindet die Gifte bis zum Ausgang. Bis zu den Hämmerin. Grandios. Danke für dieses Wissen. Bitte gerne. Ja. Probiert es aus. Also ich muss auch sagen, ich war echt skeptisch. Wenn ich
ich weiß es ja schon seit fast einem Jahr, aber ich habe es nie ausprobiert. Ja. Man braucht anscheinend einen zweiten, der einen motiviert und da Mut macht, aber es ist echt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Probiert es aus, teilt mir eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Wir sehen uns wieder dort. Bis bald. Gerne, tschüss. Ja. Und Baba. Danke, Josef. Ja, danke, Elias.